Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Back to the Future. Es ja. Ist doch ganz leicht, Hannah. Wir sind jetzt hier hängen geblieben in dieser Schießerei und müssen gucken, dass wir Edna befreien, aber ich komme an Edna auch nicht ran. Wieder zurück zum Wagen. Vielleicht kann sie sich ja zu den Fässern robben, wenn wir Kit weiter ablenken. Hey, Shannon, tu mir den Gefallen und stirb. Nee. Dann... Leider kann ich mich schlecht konzentrieren, wenn mir dauernd Kugeln um die Ohren fliegen, Mr. Callahan. Klar. Niemand legt sich mit Titanen an. Ich hab da eine Idee. Da Edna ja draußen ist und wir nicht rankommen, werden wir jetzt einfach mal die Pistole benutzen und jetzt sagen, yippie, Schweinebacke. Hey, Kid. Ha, das ist keine echte Waffe. Stimmt, hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Yippie, Schweinebacke. Oh, Mist. Er entkommt. Oh, nein. Nein. Da! So gut wie neu. Sieh an, der Sohn des Richters. Gut, Parker. Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt ins Nevada. Sonst ist Browns Junge dran. Doc! Marty! Doc? Ja, ich bin's. Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger! Kein Scherz. Versuch, Kind in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Emmett! Du bist an all dem schuld, oder? Ich hätte es wissen müssen. Du siehst einfach nicht wie ein Callahan aus. Ja, welcher Gangster heißt schon Irving? Aua, ha, ha, ha. Was muss man jetzt hier machen, Gurt? Hey! Da drück drauf. Das war ja einfach. Irving Tanner. Ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie? Oh, das hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl. Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? Grandpa. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns an den Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. Puh. Komm, Einie. Wir suchen Doc. Ah. Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist?
Absolut. Kit wandert in den Knast, Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens Tennant gibt es 1986 nicht. Außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Eine Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas aufdrücken. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig. Ich hab da ein dummes Gefühl. Grundgütiger. Was? Oh, Scheiße. Unter Kontrolle. Doc? Wo ist Doc? Oh, oh. Martin McFly, age 18. Okay, Doc, let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. 0 demerits, until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is... what happened to you? Jesus Christ, Doc, what happened to you? In der nächsten Episode wieder. Leider ist der Teil ein bisschen kurz geraten, jetzt mit 9 Minuten. Dafür gibt es an diesem Tag dann 2 Teile zurück in die Zukunft. Wahrscheinlich werde ich den dann direkt hinten dranhängen an den letzten Teil. Also, dass ihr dann den vorletzten und jetzt diesen Teil sehen werdet. Von Zurück in die Zukunft. Hat mich gefreut. Heute ist immer noch der 8.3. Ich habe euch das 2. Kapitel so in 2 Tagen aufgenommen. Ja, und dann sehen wir uns demnächst beim 3. Kapitel wieder. Das da heißt Citizen Brown, also Bürger Brown. Ja, danke fürs Zugucken. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem weiteren Let's Play von mir. Oder auch bei dem 3. Kapitel von Zurück in der Zukunft wieder. Ich bin Weofner, euer DeLorean-Kutscher. Also bis dann. Tschüss.